Leute, was geht ab, Leute? Und hier, mal nach längerer Zeit aus dieser Perspektive, ein Vlog kommt heute. Ich habe mal wieder Bock gehabt und momentan kommen eh nicht so viele regelmäßige Videos mit den Jungs. Übrigens treffen wir uns morgen und dann quatschen wir ein bisschen über, was wir so videotechnisch noch vorhaben. Über die Finanzen natürlich und über Gesundheit, all dies, das. Schaut gerne morgen vorbei, Livestream. 15, 16 Uhr oder sowas. Auf jeden Fall. Habe ich heute vom Finanzamt eine Nachricht bekommen und die ist nie gut. Es gibt nie positive Nachrichten vom Finanzamt. Es ist immer leidend. Ich musste meine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und die Sache war, eigentlich war ich Kleinunternehmer und habe gar keine Umsatzsteuer verlangt, berechnet und musste dementsprechend da nichts machen. Aber 2019 habe ich so viel verdient, dass ich über die Grenze gekommen bin und ab 2020 nicht mehr als Kleinunternehmer gelte. Wusste ich aber Anfang 2020 nicht, sondern erst so Mitte 2020, weil ich Mitte 2020 erst die Steuern für 2019 gemacht habe und daraus hat sich dann ergeben, dass ich nicht mehr Kleinunternehmer sein kann, weil ich zu viel verdient habe. Und dadurch habe ich dann auch die Voranmeldung für die ersten Quartale verpasst und jetzt kam dann halt so ein Bescheid vom Finanzamt, yo, uns fehlen die Voranmeldungen von Quartal 1, 2 und jetzt halt auch 3. Habe ich gemacht. Zum Glück, dank dem Finanz-Nerd, glaube ich, war das. Blende ich hier ein. Der hat genau ein Video dazu gehabt. Mit Anleitung, perfekt. Er ist jeden Schritt durchgegangen. 1 zu 1. Seite 1, okay, das muss man ausfüllen. Seite 2, das muss man ausfüllen. Seite 3 und so weiter, muss man nichts ausfüllen. 4, 5, dann ab 8 und spezielle Sachen und sowas. Hammer, perfekt war das. Bezüglich Steuern kümmert sich der Bargisch momentan sogar um etwas. Der schaut sich momentan eine App, eine Website an, nennt sich Zaster. Da haben auch schon Tomery und Tomalix Werbung, Kooperation mit denen gemacht und scheint bisher ganz gut zu sein. Vor allem in Richtung Krypto und unsere da Investments da, Financing, Staking, Lending und sowas und Bitcoin. Informiert sich der Bargisch darüber. Bisher ist er sehr, sehr positiv davon eingenommen, überrascht von dem Ding und überzeugt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, und wenn wir das dann nutzen für das ganze BTC-Zeugs, will ich das dann natürlich auch allgemein nutzen, um meine ganzen Steuerdinger zu machen, weil das ist halt echt mega, mega leidend. Glaubt mir, Leute, Finanzen, Steuern ist so leidend. Apropos Krypto und sowas, ich wollte eigentlich am Ende des Monats ein Video dazu machen, aber wenn ich wieder öfters vlogge, Daily Vlogs und sowas mache, regelmäßig vlogge, euch da Updates gebe, dann kann ich auch da das öfters mal erwähnen, täglich ein Update geben. Das ist so ein Krypto-Browser und wenn man den nutzt, farmt man sozusagen Satoshi oder BTC, halt ein Bruchteil von BTC sind Satoshi, also so wie Euro BTC ist und Cent sind dann Satoshi, für alle, die es nicht wussten, und es ist halt ganz, 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 wirklich ganz wenig, aber der Vorteil ist halt, man macht es nebenbei. Es gibt noch andere Möglichkeiten im ganzen Internet, wie man was machen kann, und am Anfang ist man noch so begeistert, boah, wenn man dies und das macht, dann kriegt man dies und das und irgendwann sammelt sich das und so. Aber so nach den ersten zwei Tagen, Forsted zum Beispiel nennt sich das, aber nach den ersten zwei Tagen denkt man sich, ja ganz ehrlich, diese 5 Minuten Zeit oder 10 oder 20, weil das sammelt sich ja auch, lohnt sich nicht wirklich für diese Centbeträge. Aber das ist halt ein Browser, das heißt, wenn du ganz normal Opera, Firefox, Chrome, Safari nutzen würdest, anstatt jetzt die zu nutzen, einfach den nutzt, machst du echt nebenbei, klar, Centbeträge, Bruchteil von Cent sogar, aber hey, es ist nebenbei, passiv, du musst echt nichts machen und benutzt meinen Link unten in der Beschreibung, dann kriege ich Anteile von euch. Also ich werbe euch dann sozusagen, aber ich finde es halt gut, dass es passiv ist und wer weiß, wie es in 50 Jahren oder so aussieht. Vielleicht muss dann die Menschheit da wirklich um jeden Satoshi da irgendwie rumkratzen und wenn man jetzt schon mehrere hundert Satoshi machen kann und diese Satoshi dann irgendwann auch ein bisschen was wert sind, wieso nicht, vor allem nebenbei. Man weiß echt nicht, was passieren wird. Ich muss jetzt los, etwas abchecken. Und zwar bin ich hier im Olympiapark, am Olympiapark. Das wisst ihr nicht, weil da habe ich nur Instagram-Stories gemacht, aber letzte Woche war ich mit meinen Freunden Escape Rooms zocken.
3 Stück. Das war bei einem Anbieter, der hat halt 3 Räume und wir durften alle testen, weil möglicherweise sich dort ein Job angeboten hat, so ein Minijob, Aushilfsjob. War zuerst nicht so interessiert, hat mir meine beste Freundin klar gemacht, Oksana, Grüße gehen raus, hat sie auf so einer Jobangebot Facebook-Gruppe gesehen. Dachte, sie ist ganz chillig nebenbei für mich. Dann haben wir halt gequatscht, so vorstellungsmäßig. Dann hat sich herauskristallisiert, dass sie vielleicht in Richtung Marketing, Social Media was suchen, was mir dann natürlich eher liegen würde. Und da habe ich versucht, da die Initiative, die Chance zu ergreifen. Aber hat sich halt jetzt auch herausgestellt, dass sie auch so eine City-Tour anbieten, Anbieter sind von mehreren und damit eigentlich Konkurrenten sind, Mitstreiter, Mitbewerber. Und das könnte möglicherweise ein ein Interessenkonflikt sein. Ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Was für ein Zufall, Mann. Wie man da reingerutscht. Alter, eigentlich Escape Room-mäßig vorgehabt. Und dann stellt sich heraus, dass die dasselbe machen wie ich. Also, ob das Zufall oder Schicksal ist, werden wir sehen, ob das was Gutes wird für mich. Aber auf jeden Fall teste ich heute jetzt kurz mal deren Tour. Eine der Tour auf deren Nacken. Und ja, ihr begleitet mich jetzt dabei. Mal schauen, wie deren Tour so ist. Aber ich weiß schon, meine Tour geht eher in Richtung coole Orte sehen, entdecken und die sind halt auf super, super knifflig, weil deren Escape Rooms auch sehr, sehr gut gemacht sind, also sehr strategisch und sowas. Und die gehen eher in die Richtung, was ich ja auch zuerst war, aber nach dem ersten Testlauf dann doch meine Zielgruppe ein bisschen abgeändert habe und dann doch eher auf Spielspaß und coole Orte und sowas gehe, anstatt zu knifflig. Und die sind, glaube ich, zu knifflig, aber schauen wir mal, wie es so wird. Jo, ich glaube, es geht nicht weiter. Nachfrage Nummer 2. Seht ihr das? Alles dunkel, alles schwarz da drin. Das ist die BMW-Welt. Und anscheinend müsste es da drin weitergehen. Und das geht momentan leider nicht, weil ihr wisst. Deswegen war es das auch schon für heute. Ja, schade. Wollt ihr abchecken? Aber ist nicht möglich. Ich glaube, das hat auch sonntags offen. Das heißt, die Tour ist auch sonntags spielbar, aber eben halt nur, wenn das hier offen hat. Das ist schon mal ein Minuspunkt, weil ich habe versucht, alles ohne irgendwelche Öffnungszeiten zu machen. Ja, schauen wir mal, was sonst noch so geht. Okay, anscheinend geht es auch heute, weil es hat doch offen. Ich dachte so, alle Freizeitsachen haben heute nicht offen. Oder diesen Monat. Und meine Brille beschlägt. Ich hasse es. Moment. Okay, ich habe den nächsten Hinweis, aber ich habe den durch Hinweise und Tipps erhalten und herausgefunden, ohne dass ich da drin tatsächlich was gemacht habe. Ich dachte, man muss da drin irgendwas suchen, aber hat sich nicht so eindeutig ergeben. Auch, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass ich da drin war. Ja, weiter geht's. Das erinnert mich so hart an Raids immer, wo ich immer abseits gedreht habe und dann wieder zu euch gekommen bin. Die Zeiten sind vorbei. Das ist der Olympiaturm. Bin noch fleißig dabei, die Tour abzuchecken. Hat gar nicht so viele Aufgaben, nur 11 oder so. Meine haben immer ungefähr 19 bis 21 Aufgaben. Ich hatte zuerst ein bisschen Panik, ein bisschen Bammel, so. War ein bisschen eingeschüchtert, weil das mit dem BMW-Museum. Das war schon krass. Also ich dachte, es wäre krass. Mal reingehen und dann die Autos abchecken und so. Ist schon edel, nicht schlecht. War dann aber doch nicht so krass und bisher ist okay, ist gut. Kann sicher Spaß machen, aber ich muss mich mit meinen Touren und meinen Rätseln nicht verstecken. Also ich würde sogar sagen, meine sind sogar, ohne arrogant zu wirken, glaube ich besser. Oh yeah!
So, ich habe noch zwei, drei Aufgaben, dann habe ich die Tour beendet. Wie gesagt, das ist eine relativ kurze. Ich konnte mir auf jeden Fall aber schon einen Eindruck machen. Und wie ich es am Anfang vermutet habe, die gehen mehr auf Logik und sowas und ich gehe mehr auf Sightseeing, Attraktionen und sowas. Also nicht direkt Konkurrenz, aber eher Mitstreiter, Mitbewerber. Das ist übrigens das Olympiastadion. Ja, ich glaube, wir sehen uns zu Hause dann. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Morgen Livestream, falls ihr Bock habt, schaut's gerne vorbei. Ich freue mich über Feedback. Ich bringe wieder ein paar Vlogs. Habt das vermisst? Ihr wisst Bescheid. Serious Business. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Bitcoin ist Serious Business. Vielleicht ist das das neue Motto. Aber zieht euer Ding durch und ciao.